Hallo liebe Minecraft-Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde hier auf Skybounds. Hat mal wieder eine Weile gedauert, seit das letzte Video kam. Allerdings hatte ich in den letzten Tagen ein paar andere Probleme als hier zu spielen, beziehungsweise war ich hier kaum online, deswegen ist auch nicht so viel passiert. Heute fange ich mir einfach mal so ein bisschen Zeug zusammen und will über ein paar Sachen reden, unter anderem über asoziale Leute, die wie auch immer auf meine Insel kommen und dort Sachen klauen. Gestern habe ich nachmittags, abends gespielt und auf einmal ist da ein Typ auf meine Insel gejoint, den ich, und das war jetzt das Mysteriöse, noch nie invited hatte. Ich kannte den Typen nicht, der heißt Wagen, so glaube ich hieß der. Ich hatte den nicht invited, ich kannte den nicht, habe ihn gefragt, wer er ist. Dann meinte er, dass der Steuerung UF3GHG sei, der sich umbenannt hatte. Mit dem Steuerung UGHG, Steuerung UF3GHG hatte ich vorher ausgemacht, also wollte mit dem handeln. Deswegen hatte ich den auf meiner Insel invited gehabt und ich hatte dem natürlich das geklaut, weil ich ja wusste, dass es nicht anders geht. Der kann ja nicht einfach so auf meine Insel kommen, ohne dass er invited ist. Hab also dann so gesagt, okay, brauche das Godsword doch nicht. Also ich wollte mit dem Steuerung-Q-Typen ein Godsword tauschen und ja, hab dann gesagt, brauche ich doch nicht. Hab selbst eins hier. Und dann so, kann ich mal sehen, was das hat, ist, ob meins besser ist. Und ich habe natürlich gesagt, ja, kein Ding. Ich dachte halt wirklich, dass es der ist, dem ich dann auch vertraut hätte. Und dann er so, danke. Und haut erstmal ab. Ich dachte noch, das wäre so ein Witz. Und dann kam er aber irgendwann wieder. Wie gesagt, der Typ hatte auch volle Bildrechte. Also er konnte Truhen öffnen, abbauen und so weiter. Und er hat dann unter anderem Köpfe abgebaut von unserer Kopfwand, dort hinten bei der riesigen Karte. Ich vermute auch mal, dass das sein Grund war, seine Schuld war, dass bei uns die Schweinespawner aus der Kiste verschwunden sind. Denn ja, ich hätte das auch so niemandem anderen zugetraut, der auf unserer Insel ist. Und ich weiß nicht, wie der das schafft. Er kann einfach so auf die Insel joinen. Ich habe das auch so, habe mit einem Admin geredet und mit einem Mod und ja, die wussten beide nicht, wie es geht. Und das Problem war, er war auf der Insel drauf. Und stand halt da, dass er ein Member war. Und dass er einen Member-Rang hatte. Aber als ich versucht hatte, ihn zu kicken, /ESKick, dann kam diese Meldung, so wie zum Beispiel, keine Ahnung, wen nehme ich jetzt mal hier, der Christoph da, der hat doch gerade was geschrieben. /ESKick, den. So, na gut, muss ich jetzt auf meine Insel gehen. /ESGO. So. Wenn ich jetzt das mache, dann steht da, dass der kein Member ist. Und genau dasselbe war auch das Problem bei dem. Der ist irgendwie auf die Insel draufgekommen und ich konnte ihn einfach nicht kicken. Ich habe ihn dann einfach von der Insel gebannt. Das Problem ist, er hat mein Godsword. Und ich habe von super netten Typen, die quitten wollten, Stuff bekommen. Und davon hat er unter anderem so etwa 6 Decks Trichter geklaut, die wir für unser System brauchten. Und auch sonst jede Menge Zeug. Ja, so alles, was in den öffentlichen Chests war und in irgendeiner Weise wertvoll war, war ausgeräumt und auch sonst so alles mögliche Zeug ist weg. Ihr seht hier ist nur noch das Schrottzeug drinne. Auch das Eisen unten war alles verkauft. Ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt oder warum. Ich weiß auch nicht, ob er alles war, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, oder so verallgemeinern, das was ich denke hier, alle Köpfe sind abgebaut und ja, was soll man dagegen jetzt machen? Ich muss ihn ja praktisch beschuldigen, dass er alles war, denn es ist ja so verdächtig, dass es geht gar nicht anders. Und ja, deswegen weiß ich gerade nicht, was ich machen soll. Vielleicht kommt dieser Assi mal wieder online. Ja, der Typ hat übrigens auch MSG ausgestellt, sodass du ihm nicht schreiben kannst. Das ist, ja, das ist also nicht nur asozial, sondern auch noch feige dazu. Das ist so schlimm. So, ja, okay. Ich
mache irgendwas Asoziales, klau Sachen, aber ich will nicht mit den Leuten schreiben, das traue ich mir da nicht. Das ist so die Auffassung, die ich davon habe. Ich kann mir überhaupt nicht erklären, wie das gehen soll. Das ist wie soll sowas gehen? Naja, egal, ich farm jetzt hier ein bisschen, ich muss mir wieder Geld zusammenfarmen. Hier sind so ein paar nice Coal Ore Spawner, Emerald Spawner. Komplette Gegenteil von Coal Spawner, Emerald Block Spawner. Natürlich werde ich die jetzt noch nicht verkaufen, sondern ich spare die zusammen mit Piken zusammen, dass wir irgendwann eine Doppelchest voll Emeralds haben oder Emerald Blöcken und uns dann einen Enderman Spawner kaufen können davon. So, mal gucken, kann ich Reserve machen? Ja, genau. Zack, 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 zack. Man bekommt da halt aus einmal Reserve aus drei Emerald-Erzen ein Stack bis anderthalb Stacks Emeralds. Es sei denn, man verkackt, so wie ich gerade. Nun gut, leider kann ich nicht auf die Kisten zugreifen, wo diese Erze drin sind. Aber ich kann hier mal fleißig abbauen. Das dann schön im Inventar behalten. So, zack, zack. Und ich glaube, ich werde morgen... Die Umfrage hatte übrigens Minispiele und Redzone Creations beides gleichzeitig angegeben, die ich gemacht hatte, was noch kommen soll, nebenbei. Und darum wird morgen dann die erste Reihe Minispiele kommen, denn in Redzone Creations, das Problem ist halt, die sind zwar nice so als Tutorials und so, aber die sind jetzt nicht sonderlich unterhalten und das passt jetzt irgendwie doch nicht so ganz genau in mein Content rein, was ich gerade auf YouTube bringe. Deswegen weiß ich nicht, inwiefern ich das machen will und außerdem waren das doch garantiert eh nur Leute, die wollten, dass ich den Generator vorstelle. Würde ich jetzt einfach mal so vermuten. Irgendwelche krassen Mechanics, so mit Mob-Grinder oder keine Ahnung. Irgend sowas. Also, ja. Ich farm jetzt hier noch ein bisschen, vielleicht finden wir auch noch eine Rune, das wäre ganz cool für unser Opening. Also, ja, jetzt habe ich es gesagt zum Opening. Unser Opening wird nicht ausschließlich aus Runen bestehen. Kann ich Reserve machen? Nee. Dann crush ich. So, zack. So, jetzt. Ah ja, eine Sache, die ich noch zeigen muss. Ich habe einen nice automatischen Ofen gebaut hier auf Pikens Insel. Funktioniert mit Trichter-Minecarts, die langfahren. Und alles, was hier drinnen landet, wird automatisch in diesen Ofen reingepackt. Oder, warte, alles oder nur das Eisen? Muss ich mal schnell gucken. Das System hat nämlich nicht ich gebaut. Ach nee, wird einfach nur ausgelagert. Okay. Schade. Jetzt habe ich hier ein Problem. Ich habe nämlich die Minecarts falsch angeschubst. Das dürfen die nicht. So, jetzt funktioniert das Ganze wieder. Genau. Also, ich habe hier ein kleines System gebaut mit Trichter-Minecarts. Man hat hier oben seinen Input. Hier, da tut man das Zeug rein, was geschmolzen werden soll. Ich nehme jetzt einfach mir mal hier so ein Stack Eisen raus. Pack den da rein. Dann wird der rausgezogen. Hier kommt der Brennstoff rein, der benötigt wird. Und hier kommt dann das Endprodukt rein. Und wie ich sehe, ist die Kiste jetzt schon ziemlich gefüllt. Okay. ziemlich gefüllt. So, einmal kann ich jetzt, glaube ich, noch Crush machen, oder? Lol. Hey, lol. Ah, verdammt. Ich habe gerade eine Enderperle gewusst. Ich habe hier mit rechts gemacht. Das ist ein Enderbau, der ist cool. Der kann richtig nice Enderperlen schießen. So. Hui, die fliegen übel schnell. Alles klar, die Enderperle hat definitiv korrekt geportet. Genau so muss es aussehen. Ich finde diese Kiste hier oben, die sieht echt geil aus. Also jetzt richtig, richtig nice. Ich kann mir mal so ein paar Cleanstones nehmen. Die Emeralds packe ich jetzt einfach mal hier in die oberste Kiste rein. Fällt ja nicht auf. Überhaupt nicht oder so. So, zack. Und ja, jetzt gehe ich mal hier rüber, kann ein bisschen bauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das wird dann morgen sein mit Minigames. Bis dann. Ciao, ciao.